kann das sein? Den Versuch schauen wir uns ein bisschen genauer an. Ein Reagenzglas mit seitlichem Ansatz wird mit Wasser gefüllt. Und mit einem Stopfen verschlossen. Durch den Stopfen taucht ein Temperaturfühler ins Wasser. Mit dem Messgerät wird die Temperatur angezeigt. Über eine Kanüle wird eine Spritze am Stopfen angebracht. Und diese aufgezogen. Das Wasser beginnt zu sieden. Doch was ändert sich jetzt durch das Aufziehen der Spritze? Schauen wir uns das Ganze noch mit einem weiteren Messgerät an. Na, jetzt ist aber alles klar. Oder?